Sehr schön. Sehr angriffslustig. Ab Charakterstufe 300. Wow, okay, das dauert noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr allzu lange, ne? Wunderbar. Munitionsherstellung bitte. Sofort. Instant. Ich glaube, wir brauchen Blei. Bestimmt brauchen wir Blei. Wie immer brauchen wir Blei. Ja, vielleicht noch Gegenstände verwerten. Haben wir noch irgendwas zum Verwerten? Nein, haben wir nicht, ne? Bloß nicht die Ultrazid-Rüstung zerlegen. Das passiert bestimmt schneller, als man denkt. Schmelzen, Bleischrott. Genug Säure haben wir ja. Oh, unsere Bleierzvorräte neigen sich dem Ende zu. Aber schön, dann können wir mal wieder zurück in die tolle Höhle gehen. Aber ich hab den Zahlenschlosscode nicht mehr am Start. Ach, den kriegen wir schon irgendwo her. Okay, sollte erstmal reichen. Ich hoffe, ich habe genug Stahl. Wobei, habe ich nicht noch Eisen oder so hier? Stahlschrott könnte man... Ach komm, das bisschen, ne? Gleich mal umsetzen. In Money 556er. Herstellen, ja. Klasse. Money, Money, Money. Und go! Ah, es hapert am Schießpulver. Mal wieder. Okay, dann den Restblei als Großmenge in den Stash. Verkaufen kann ich es ja nicht. Hey, 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 alles klar. Willkommen in meinem kleinen Laden. Klein, aber fein. Und ich habe es ausprobiert. Ich kann keinen fünften Verkaufsautomaten hinstellen. 4 ist das absolute Maximum, was ich schade finde. Ich wollte letztens einen fünften hinstellen, gegen mich. Was wollte ich ablegen? Genau, die Großmengen. So viel Platz ist noch, ne? Gehe ich mal davon aus, ne? Zack. Sonst noch eine Großmenge oder so. Den restlichen Schrott auch noch. Ja, ist okay. Sehr schön. Guck dich um. Ist schon wieder weg, schade. Okay, dann sollten wir uns mal langsam in die nächste Gruppe lachen. Ist hier noch, ne? Naja, so eine halbwegs volle Gruppe. Nein. Na, dann mache ich ganz kurz erstmal eine eigene Gruppe auf. Stopp. Das war ein Klick zu viel. Team verlassen. Genau. Eine Gruppe tägliche Operationen. Und bis hier einer eintritt, das sehen die ja alle, kann ich ja noch ein bisschen auf der Gitarre spielen. Wir brauchen jedes bisschen AP-Buff, was wir kriegen können. Sehr schön, wir sind gut gestimmt, aber leider ist noch keiner unserem Team beigetreten. Dann noch ein bisschen Boxing. Naja, im schlimmsten Fall werde ich einem anderen Team beitreten und die sehen ja dann, dass ich eine Daily Ops spiele. Toi, 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 aber das Krafttraining muss schon noch sein, ne? Mit Rucksack auf dem Rücken. Oh ja, da ist gerade einer, wunderbar, ganz schnell. Mensch, super, und wir sind auch gestärkt. Klasse, klasse. Schon mal Hallo sagen. Vladi müssen wir ja nicht spielen. Ganz kurz ein paar Stimpacks futtern. Nur ein paar, nur ein paar. Doppelhand, Nahkampf, Loadout, Hammer. Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Komm schon. Vielleicht hätte ich erst reingehen sollen, ne? Damit er es sieht. Nicht, dass er gleich wieder aus der Gruppe rausgeht. Und rein in die Daily Ops. Schnell, ganz schnell. Oh nein, da ist ein Sturzgefahr. Ich kann jetzt nicht. Ihr verdammten Grubenhauer, ihr. Na, kommt da hinterher. Nochmal die Buffs checken. Wir sind auf Limonade. Aber wie lange noch? Gar nicht mehr. Oh, okay. Wir müssen alles zu uns nehmen, außer Cranberry-Soße und... Oh, der Süßkartoffeleintopf hält ja verdammt lange. Alles außer Cranberry-Soße, bitte. Also Limonade und Hirnpilzsuppe, wenn wir noch haben. Oder ist die mittlerweile vergammelt? Ja, ich glaube schon. Mittlerweile ist die durch. Schande, Mensch. Also sollten wir hier, bevor wir hier rausgehen, noch ein wenig Hirnpilz sammeln. Na los, komm schon, Nescafé. Schade, er will einfach nicht ins Team, in die tägliche Operation kommen. Na gut, dann werde ich jetzt die Gruppe nochmal wechseln. Und diese Ladepause werde ich euch natürlich ersparen. Und gleich wieder rein in die nächste tägliche Operation. Toi, toi, toi. Ja, schade, Mensch. Auch hier will keiner dazukommen. Dann legen wir erstmal alleine los. Waffe ist ausgewählt, aber ich brauche sie jetzt noch nicht sofort ausrüsten. Gratis Fusionskern, das ist doch schon mal was. Ein schöner Anfang. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier die ältesten Zeit hinbekommen. Aber wir werden uns Mühe geben. In dieser Gegend
und übertragen nichts mehr. Findet und repariert. Gerade Roboter sind sehr, sehr, sehr undankbar hier in der täglichen Operation. Ah, komm schon. Und gleich raus. Flop. Doppelsprung. Und rüber geflitzt. Kriegen wir hin. Ich habe das Gefühl, ohne Waffe in der Hand ist man ein ganz kleines Stückchen schneller unterwegs. Könnte auch Einbildung sein. Darum bin ich Weltmeister. Und flup. Hey. Ach Mist. Da ging jetzt Zeit verloren. Unnötig. Gleich die Lampe anmachen. Nahkampfwaffe auswählen. Und jetzt schön hier rumrennen. Bis hier kann ich, ne? Ich glaube, bis hier kann ich. Na los. Kommt schon, ihr miesen Roboter. Ihr mieses Pack, ihr. Es kommen jetzt sicherlich nicht so viele, weil ich alleine spiele. Nein, ich kann nicht. Du musst schon herkommen. Ich muss die ganze Zeit im Bereich sein. Boom! Oh, schön gehämmert. Sehr schön. Bloß nicht überladen. Aber wir haben ja ein bisschen. Wir haben ein bisschen Antragekapazitäten. Hey. Boom! Und den zweiten schnellen Schlag gleich hinterher. Oh, das ist ja herrlich. Also der erste Schlag, der starke Angriff, ist jetzt nicht ganz so schnell wie bei Fluri, aber der zweite Schlag, wenn er folgen muss, der, ne? Der kommt richtig schnell. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als ob jetzt der Superhammer in Action nicht ganz so effektiv ist wie Fluri. Oh. Naja, aber den einen oder anderen Gegner können wir ja schon one-hitten. Das geht schon. Ich könnte natürlich auch mal die Schadenszahlen aktivieren, aber ich mag das nicht. Ne? Wenn hier überall Zahlen noch kloppen und so, das ist mir zu viel Gewusel. Verdammt, im Bereich bleiben, Leo. Du musst im Bereich bleiben. Schön weggehämmert. Ja, komm her. Ja, noch geht alles. Tragekapazitäten haben noch grünes Licht. Sehr schön. Na los, kommt doch mal her. Ich hab dich voll erwischt, Mann, du Ratte. Schön exotische Munition aufsammeln. Klasse. Eins nach dem anderen. Oh, Muni verkauft, ne? Die Granaten. Schon wieder, ich glaube, für zwei das Stück. Das ist schon nicht verkehrt. Kleinvieh macht auch Mist. Und vor allem Boom. Bereit machen, es geht gleich weiter. Waffe wegstecken dann und dann rüber geballert. Jo, das geht, ne? Ja, der zweite Schlag ist wesentlich schneller als bei... als bei Fluri. Oh, da ist jemand. Der macht mit. Schön. Lieber spät als nie. Waffe wegstecken. Und durchflitzen. Na, renne, Mann! Geht noch. Ist alles noch okay. Hab schon mal länger gebraucht. War aber auch schon mal schneller. Na los. Wisst ihr, was richtig fies wäre? Wenn es bei den Daily Operations Aggressotrons geben würde. Und zwar so als Standardgegner. Wow, ne? Aber dann müsste der Loot auch angepasst werden. Dann würde ich es mitmachen. Komm schon, du musst ein Stückchen näher kommen, du Ratte. Na, noch geht's, ne? Bis hierhin kann ich. Und bin trotzdem noch im Bereich. Das ist doch schon mal was. Energie im Auge behalten. Ja, vielleicht doch mal überlegen, ob ich mir nicht die Stim-Pumpe einbaue. Ich habe letztens den Bauplan für die Stim-Pumpe der Ultrazid-Rüstung bekommen. Könnte lohnenswert sein. Ich bin schon zu oft gestorben. Genau, gib's ihm. Und du kommst zu mir. Aber du explodierst ja sowieso. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man die Gegner hier auf Distanz schon runterschießt, dann muss man trotzdem darüber laufen, um ihnen den Rest zu geben. Mist!
Das hört nicht, aber ich musste sie killen. Schön, eine saubere Sache. Hey, meine 10mm Munition. Genau, glitscht da mal runter. Na, kriegen wir dich von hier unten? Ja, wir kriegen dich von hier unten. Zack, zack, zack. Und weg ist die Rübe. Naja, wenn du eine hättest. Dein Kopfgefäß. Na, AP, was ist los mit dir? Lade dich mal ein bisschen schneller auf, AP. Also ich bin im Bereich, glaube ich. Oder vielleicht auch ganz kurz eben nicht gewesen. Nur ganz kurz. Das kann ja mal passieren im Eifer des Gefechtes, ha? Das ist uns schon allen passiert. Oh, Mensch, ey. Okay, runter, runter, runter. Erstmal triggern und dann müssen wir sowieso alles zerkloppen. Gehämmert, Mann! Du bist gehämmert. Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da super hämmert. Los, schnell! Aber das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Und weg mit dir. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Superhammer so viel effektiver ist. Hey, hier sind ja noch ganz viele, Mann. Wo kommt ihr denn her? Ihr seid gar nicht eingeladen zur Party, ne? Bitte geht jetzt. Vielleicht könnt ihr nächste Mal kommen. Aber vorher bitte anrufen, nicht einfach erscheinen. Ist ja ganz toll von euch. Eliminiere die feindliche Gruppe. Hier habe ich vor. Wo sind denn die restlichen? Achtung, Primärziel. Primärziel. Hier oben oder unten? Erfüllt uns mit Stolz. Mit Stolz. Ad Victoriam. Müssen wir ausprobieren. Müssen wir ausprobieren. Wo ist denn der super, super Feind da oben? Na, hau, hau. Ich habe keine AP. Natürlich habe ich keine AP. Na, ich stehe im Weg. Ich stehe im Weg. Kipp ihm. Komm, 14 Sekunden. Los. Los. Nein. Nein. Oh, Schande, Mann. Schande. Shame on me. Ist alles meine Schuld. Ein bisschen. Ah, na ja, gut. Na gut. Ah, sorry. Sorry, sorry, sorry. Die Verbindungsgeräte sind entscheidend für Appalachische Sicherheit. Der war auch echt mies positioniert da. Ganz mies. Und ich suche überhaupt nicht nach Ausreden. Na gut, okay. Geschafft, das geschafft. Die Scorepunkte haben wir, aber nicht den, nicht den Superloop. Ich dachte, sie hätte mich gehauen. Jetzt noch ein bisschen die Muni einsammeln. Die kann man immer gut gebrauchen. Vielleicht ein paar Granaten. Na, liegt hier noch was rum? Akustische Signale für Sammelobjekte sollte ich auch bekommen. Was macht dieses Loadout eigentlich zu einem schönen Allrounder? Nö, 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 nö. Alles okay. Vielleicht was zerlegen, wenn wir noch hier sind, ne? Da vorne, da ist ja noch ein bisschen was. Nimm mal das doch einfach mit. Brennstoff. Geht auch weg, wie warme Semmel. Ganz ehrlich, ne? Ein Kronkorken pro Brennstoff. Und ich meine, bei der Menge, die man manchmal verkauft, das ist schon super. Verkaufen macht dir total viel Spaß. Gibt's das auch in anderen MMOs, sodass man einen eigenen Laden hat? Also das ist wirklich ein ganz neuer Faktor für mich geworden hier in Fallout 76. Ja, ich denke, wir sind dann soweit fertig, ne? Vielleicht hier nochmal durchgerannt, die Ohren gespitzt. Gibt es noch Sammelobjekte? Püppchen, Heftchen? Nee, ich habe nichts gehört. Okay. Dann können wir eigentlich raus. Ja, schade, Mensch, ne? Die Premium-Währung hätte ich hier schon ganz gerne jetzt noch aus der Sache rausgeholt. Okay. Schauen wir doch mal nach. Was bekommen wir denn hier Schönes? Ja, wie erwähnt, keine Premium...
Premium-Währung, keine seltene Belohnung, aber das Fanatikers Kampfflinte. Aber die ist doch nicht wert, oder? Des Fanatikers war doch gegen Verbrannte, ne? Guck ich gleich mal nach. Ja, tatsächlich, plus 30% Schaden gegen Verbrannte, aber die ist doch nicht wert, oder? Nie im Leben. Ist zwar 3 Sterne, ne? Aber gucken wir doch einfach mal nach. Was sagt denn der schlaue Algorithmus? Das ist eine Kampfflinte. Was heißt denn Kampfflinte auf Englisch? Nein. Nein, Combat Shotgun. Mortal Kombat Shotgun. Sehr schön. Das Fanatikers war, glaube ich, in Englisch Zealots. Ja, genau, Zealots. Dann 33% Wets Hit Chance. Und noch 15% höhere Nachladegeschwindigkeit. Nee. Die können wir für den Preis hier unten den ursprünglichen Wert reinsetzen. Und das ist jetzt unser neuer Merker, dass wir die demnächst dann austauschen gegen legendäre Dollarchen, wenn ich die überhaupt noch reinbekomme hier. Mal gucken, ist ja noch ein Platz frei irgendwo. 28. Gewicht sollte auch okay sein. 6,99. Sonderangebot. Und naja, wenn der legendäre Verkaufsautomat wieder neue Scheine bekommen hat, ist sie natürlich gleich weg. Cool, wunderbar. Was machen wir als nächstes? Ach, gucke mal, gleich noch eine Runde tägliche Operation. Na klar, warum nicht? Aber ich werde eins machen. Und zwar, na, hat das Team jetzt gewechselt? Tritt bei. Du bist einem Team beigetreten. Ich werde mal ganz kurz den Hammer austauschen gegen Fluri. Jetzt der große Vergleich und Supi schmeiße ich in die Kiste. Fluri wieder auf die 5. Was sagen die Tragekapazitäten? Das geht noch, ne? Hey, grüß dich, ne? Aber ich muss los, tut mir leid, ne? Ich bin dabei. Tika, wir sind noch gebufft. Ich könnte ein bisschen Wasser vertragen, genau, stimmt. Ich sag doch mal, die Karten gehen weg, die Schatzkarten. Wie warme Semmel, wie immer. So schön. Aber nicht den Preis jetzt anheben, ne? Jetzt nicht gierig werden. Nimm mal bitte 5 abgekochte Wasser mit, ganz kurz, nur damit wir unser Wasser auf Vordermann bringen können. Sind wir sonst noch getuned? Ja, ist in Ordnung. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Fluri, du bekommst eine weitere Chance. Ich bin so stolz auf dich. Habe ich dir das schon mal gesagt? Ich versuche, Fluri zu motivieren, ne? Manchmal bringt das ja was. Und noch eine Karte verkauft. Nee, sogar 5. Ja, schon wieder. Da ist jemand, der mir alle Karten abkauft. Das ist so großartig. Ich habe sie drinne für, ich glaube, 49 oder 69. Ja, Kohle, Mensch. Und neue Plätze wieder in meinen Verkaufsautomaten. Kavum, ja. So gut. Der will die alle haben. Es soll ja auch Schatzkarten geben, die sehr, sehr wertvoll sind. Ich habe im englischen Reddit, habe ich was gelesen von teilweise von bis zu 1000 Kronkorken, aber ich weiß nicht welche. Ich sollte mich vielleicht mal schlau machen, ne? Okay, wir warten mal auf Tika. Nachteil ist natürlich jetzt, dass Fluri irgendwo ja auch eine Bloody-Waffe ist und ich einfach nicht wenig Energie habe, aber das ist jetzt auch gerade egal, ne? Bist du verstrahlt? Ja, komm, ne? Futter das mal rein. Genau, hier noch ein bisschen Rad tanken. Aber das wird nicht viel bringen, ne? Okay, ich glaube, es kann losgehen. Ganz freundlich mal winken. Ja, Power-Rüstung, ne? Die sind es. Ich folge dir. Wollen wir? Was machst du da? Ohne? Okay. Wir warten mal, ne? Na, ein Glück habe ich die Tür noch nicht aufgemacht. Schon ganz nett. Doch. Wie mein großer Bruder. Ja, wirklich ein sehr großer Bruder. Ich freue mich drauf. Leider kann ich das nicht als Thumbnail benutzen. Ist einfach zu rot hier. Das kriegt Photoshop nicht hin. Aber vielleicht versuche ich es ja trotzdem. Dich nochmal separat. Okay.
It's party time.